begrüßen euch herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es berührt immer wieder unser Herz, wie viele verschiedene Gebetsanliegen bei uns eingehen, in so unterschiedlicher Weise. Aber umso mehr berührt es Gottes Herz und er nimmt sich seiner Kinder an. Und das sehen wir auch in den vielen Zeugnissen, die wir immer wieder bekommen, wie Gott eingegriffen hat. Ja, Gott lebt und er greift ein. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Wer leidet? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch auf gebet@missionswerk.de und am Telefon bis 13 Uhr und auch im Chat. Wer leidet? Kolosser 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Wir sehen in den Medien, was die irdische Welt zu bieten hat. Viel Leid, viel Kummer, viel Schmerz und so weiter. Und manche meinen, Gott möchte, dass wir leiden. Dem ist nicht so. Er hat für uns gelitten, für unsere Sünden ist er gestorben. Er hat da ganz, ganz mächtig gelitten dafür. Das müssen wir nicht mitmachen, das hat er für uns getan. Aber wir sind auch gerne so in einer Opfermentalität. Ach, wir Armen und so weiter und so fort. Ja, wir sind nicht ein Opfer, sondern wir sind Sieger durch Jesus am Kreuz. Wir sind Sieger. Er hat das stellvertretend für uns getan. Gott hilft uns, Leiden siegreich zu meistern. Ich sage nicht, dass es Leiden nicht gibt, aber es gibt eine Lösung für Leiden, dass wir es ans Kreuz bringen. Und das ist wunderbar. Sehe Leid aus dem Blickwinkel, was Gott tun kann. Und Gott kann alles. Und das ist wunderbar. Lege deine Opfermentalität ab und lebe in einer Siegesmentalität. Und sag, ich bin unterwegs mit meinem Sieger, mit Jesus Christus. Du hast den Sieg in dir und keiner kann ihn dir nehmen. Glaubst du das? Danke, Herr. Herr, dass wir wirklich als Sieger durch diese Welt gehen und nicht als ein Opfer oder als ein unterdrückter Christ oder was auch immer. Nein, Herr, in einer Siegermentalität durch diese Welt gehen, auch wenn es zwickt, wenn es weh tut und wenn wir auch manchmal Sorgen und Probleme haben. Trotzdem dürfen wir als Sieger durch diese Welt gehen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir uns ausstrecken dürfen. Herr, wenn wir leiden, dass das Leid ein Ende hat. Amen. Amen. Und nachher werden wir hören, was Gott getan hat. Aber zuerst möchten wir beten für die vielen Gebetsanliegen. Und bei diesem Gebetsanliegen geht es um Versöhnung. Liebe Geschwister, meine Tochter hat seit Pfingsten 2020 bereits den Kontakt zu mir komplett abgebrochen. Alle Versuche, daran etwas zu ändern, sind leider gescheitert. Ich glaube fest daran, dass für Gott nichts unmöglich ist, da ich es schon oft erlebt habe. Dem Herrn sei Dank alle Zeit. Und Jesus, ich danke dir auch für diese Beziehung, die da so zerbrochen ist. Und ich danke dir, dass Versöhnung hineinkommt, dass deine Liebe da wieder fließen kann und dass da wieder das in Ordnung kommt, was da zerbrochen ist, dass du es wieder herstellst. Ich danke dir, dass dein Friede hineinkommt, dass Vergebung hineinkommt, dass da einfach etwas Neues wächst. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Danke, Jesus, für diese Beziehung, für die Mutter und die Tochter, dass sie wieder zusammenkommen und dass Vergebung geschieht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wir bekommen sehr viele Gebetsanliegen und können aus Zeitgründen hier nicht alle vorlesen. Und ich möchte einfach für die alle beten, die wir nicht vorlesen können, die geschrieben haben und viele, viele Anliegen, verschiedene Anliegen. Ich möchte einige nennen hier: Depressionen, Lungenerkrankung, Fettleibigkeit, Nikotinsucht, Kaufsucht, Gedächtnisstörungen, Kniegelenk, Hüftgelenk, Wohnungssuche, Arbeitsstelle, so viel. Vielfältige Gebetsanliegen und wir möchten sie einfach dem Herrn hinlegen, dass er
eingreift. Danke, Jesus, dass du um all diese Menschen weißt, die geschrieben haben, dass du um all diese Gebetsanliegen weißt, auch um die Süchte und um die Krankheiten, um die Gelenke und Herz und was da alles geschrieben wurde. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist, der wiederherstellt, ein Wiederhersteller und in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und ich danke dir einfach, dass du eingreifst, auch bei Wohnungssuche und bei finanziellen Angelegenheiten. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der sieht und ein Gott, der weiß. Und ich danke dir für jede Person, dass du jeder Person ganz nahe bist, dass du um die Ursachen weißt, dass du um die Nöte weißt, um die Sorgen. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Du bist ein Gott, der Wunder tut, und wir glauben das. Und ich segne jede einzelne Person und danke dir, dass du Wunderbares tust. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns deine Anliegen, wir beten gerne. Und die Infos sind eingeblendet. Ein Mann schreibt folgendes Gebetsanliegen. Hallo, liebes Gebetsteam. Ich bin 55 Jahre alt und bekennender Christ seit meinem 22. Lebensjahr. Vor 3 Jahren bekam ich Diagnose Parkinson. Ich glaube daran, dass Gott mich heilen kann und würde gerne um euer Gebet bitten. Ja, wir glauben auch daran, dass Gott das heilen kann. Danke, Herr, dass wir auch für diesen Mann beten dürfen, dass diese Parkinson-Krankheit verschwindet in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass du am Kreuz von Golgatha gesiegt hast, Herr, auch für diese Krankheit, dass Heilung möglich ist. Ich danke dir dafür. Oh Herr, danke, dass wir das Wunder erleben dürfen. Amen. Amen. Und eine Frau hat Arthrose und bittet um Gebet. Bitte um Gebet, dass ich von meiner schmerzhaften Fingerarthrose geheilt werde. Gott segne euch. Ja, Herr, danke, Herr. Du bist auch ein Herr, der gesiegt hat über die Arthrose. Und danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir auch diesen Schmerzen gebieten dürfen in Jesu Namen, dass sie weichen. Dass die Hände wieder richtig funktionieren und der ganze Körper nichts mehr wehtut. Danke, Herr, dass du dieses Wunder vollbringst. Amen. Amen. Und nun ist Zeit für Gebetserhörungen, für das, was Gott getan hat. Probleme mit dem Glauben und trotzdem zu Jesus gefunden, schreibt dieser Mann. Ich hatte Probleme mit dem Glauben an unseren Vater im Himmel. Meine Schwester machte mich auf euch aufmerksam und ich sah dann online eine Predigt von Daniel. Sie hat mir die Augen geöffnet, wofür ich so dankbar bin. Letztes Jahr war ich bei der Gebetsnacht im Oktober bei euch. Thomas hat für mich gebetet, dass die Metastasen in meinem Körper verschwinden. Ich danke ganz herzlich dafür. Durch euch habe ich zum Glauben gefunden und ich habe mich auch zum Gebetsnetzwerk angemeldet. Das ist schön und das freut uns sehr. Krämpfe im Fuß verschwunden, berichtet diese Frau. Am Sonntag zum Ende der Predigt habe ich mitgebetet für meinen rechten Fuß. Seitdem habe ich keine Krämpfe mehr im Fuß. Und das nächste Zeugnis schreibt jemand. Danke für klasse Job, eine Gebetserhörung. Danke für Ihr Gebet für das Vorstellungsgespräch. Ich habe gestern erfahren, dass mich die Mutter für die Betreuung des Mädchens nehmen will. Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvollen Gebete und danke, Jesus, für diesen klasse Job. Ja, Gott hat wunderbare Jobs auch für jeden bereit, der einen braucht. Tumor spurlos verschwunden. Große Freude über diese Gebetserhörung. Vor einigen Wochen bat ich euch um Gebet für den Schwiegersohn meiner Glaubensschwester. Der Schwiegersohn hatte einen Tumor an der Wirbelsäule. Das Risiko einer Operation war wegen Gefahr einer Querschnittslähmung zu groß. Die Ärzte machten sich für eine unerprobte Bestrahlung stark und die Krankenkasse willigte ein. Vor der geplanten Bestrahlung wurde noch einmal ein CT durchgeführt und der Tumor war spurlos verschwunden. Ich bin so überwältigt. Ich kenne den jungen Mann nicht persönlich, aber ich kenne meinen Gott, der mich immer wieder überrascht. Herzlichen Dank für eure Gebete und ein endloses Halleluja für Jesus. Ja, ich bin auch überwältigt für
das, was Gott alles zu tun vermag. Ja, das ist wahr. Gott tut wunderbare Dinge und manchmal unvorstellbar und manchmal eine totale Überraschung. Hast du auch so etwas erlebt? Lass es uns wissen. Ja, wie wunderbar, keine Opfermentalität zu haben, sondern eine Siegermentalität. Nicht immer das arme Schwänchen und das Traurige und ach ja, ich bin arm und ich. Nein, habe wirklich eine Siegermentalität. Auch wenn es dir mal schlecht geht, auch wenn es mal unten durchgeht, durch ein Tal geht. Ich bin Sieger mit meinem Herrn Jesus. Er hat für mich gesiegt. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Und heute möchte ich dir nochmal aufs Herz legen, abonniere unser neues Magazin. Es ist wieder da. Es hat viele tolle Informationen, völlig kostenlos. Du kannst das über unsere Webseite abonnieren. Und wir freuen uns, dass du wieder dabei warst und wünschen dir alles Gute. Gott segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.